Hallo ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Dienstag, einem Let's-Test-Dienstag. Was habe ich heute rausgesucht? Kill the Bad Guy. Ein schon etwas älteres Spiel, wie ihr seht, 2014, 2015. Es ist so ein Puzzle-Game bzw. so ein Strategiespiel, wo ihr den Bad Guy auf verschiedene Weisen töten sollt, könnt. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Spielgeschehen rein. Schauen wir mal, was das hier so auf sich hält oder bereithält für uns. Ich habe selber noch überhaupt gar keine Idee darüber, was hier eigentlich so passieren wird. Ich habe dazu noch in der Liste gesehen und dachte mir, auch mein älteres Spiel hat eine Chance verdient. Dazu ist es ja da. Vielleicht kommt jemand auf die Idee, dann das doch mal spielen zu wollen. Es hat eine durchschnittliche Bewertung, sage ich mal gleich so, bei Steam. Kostet auch nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Müsste ich jetzt aber lügen. Achso, ich müsste hier auf Play drücken. Ich dachte, es kommt hier. So. Primärziel, töte den Bad Guy. Sekundärziel, ein wirklich explosives Debüt in unserem Geschäftsbereich. Töten Sie den Bad Guy. Sekundärziel, töte ihn in eines Tages. Okay. Fange den Zahn, finde den Ausweis. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Aha. Drücke und halte die linke Maustaste, um die Kamera zu bewegen. Hilfe 2. Alle dunklen Gegenstände sind interaktiv. Helle Hintergründe und Gegenstände dagegen nicht. Sabotiere ein Auto, indem du es anklickst, um es auszuwählen und ziehe dann das Sabotagesymbol. Halte die Aktivierungstaste gedrückt, um das Auto mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten starten zu lassen. What? Ich habe schon jetzt verpeilt, was ich machen soll. Ah, kann jetzt hier draufklicken. Sabotage erfolgreich? Oh! Okay. Ich habe Luciano getötet. Ich hoffe, warum ich so lachen muss. Ey, er wird's verstehen. Ah, sehr gut. Was kann ich hier noch machen? Andere Blickwinkel. Aha. Okay. Aber Sekundärziel haben wir nicht erreicht. Und den Zahn auch nicht gefangen. Was kann man noch machen? Was ist denn der Zahn? Was kann ich denn noch manipulieren? Mehr kann ich doch gar nicht. Außer das, oder? Oder das? Da ist der Passport! Da ist der Zahn! Okay. Zahn und Passport haben wir. Aber was war das Sekundärziel? Und was ist der goldene Stern? Habe ich schon wieder verpeilt. Das war der Zahn wieder, aber ich weiß nicht, was das Sekundärziel war. Aber ist nicht so schlimm, wir gehen einfach mal ins nächste Level. Luciano ist jetzt schon des Öfteren gestorben. Primärziel wie immer, töte den Bad Guy. Sekundärziel, willst du mit vollem Einsatz und hochmotiviert deinem Tötungsgeschäft nachgehen, ist es wichtig zu wissen, wie man sich entspannt. Sagt mir gar nichts. Erstmal gucken, wie wir den überhaupt töten können hier. Oh! Er ist geflüchtet. Okay, das könnte man machen. Was kann man hier noch machen? Das ist das einzige Teil, glaube ich. Ich glaube, wir können ihn jetzt einfach hier so umschleudern. Ja, nice. Okay, Jacob haben wir getötet. Den Ausweis und so weiter. Ich probiere es nochmal. Man kann ja auch
Theoretisch könnte man ihn auch so schleudern lassen. Oh. Oh. Okay, das war nichts. Ach, zweiter Tag. Es gibt auch einen zweiten Tag. Ha. Ah. Ach so, das ist sein Blickwinkel, den wir hier einschalten können. Weiß nicht, wenn ich ihn ein bisschen außerhalb gehen lasse und da vielleicht die Kugel mal abschneide, mal sehen, ob ich ihn dann noch in der Ferne treffe. Das würde ich auch mal gern probieren. Nein! Das war so knapp. Probieren wir noch einmal. So muss er mal sterben. Ich meine, ich könnte ihn natürlich auch voll von der Seite matschen hier. Oder auch nicht. Okay. Dann machen wir das halt auf die klassische Weise, wie wir es einmal kennen. Ich wüsste zwar nicht auch, wo der Ausweis jetzt sein soll. Es reicht aber so. Da oben ist ja noch eine Taste. Ich werde das nächste Level einfach mal spielen. Irgendwas mit Sekundärziel, Hill, Umzug, okay. Oh, hier gibt es mehrere Sachen. Was ist das? Was kann ich hier machen? Da ist der Ausweis. Ah, nein! Damn! Verstehe aber, das, was wir machen sollen, verstehe ich. Bloß, er darf das nicht sehen. Mal sehen, ob er das dann hier sieht. So. Zack. Bernhard ist getötet worden. Hä? Kim.com. Töte den Bad Guy. Wie immer, an Halloween können wirklich gruselige Unfälle passieren. Aber was gibt's denn hier so? Was passiert denn hier? Ach so, nur das. Plus. Ich kann die Kamera auch gar nicht drehen. Ich habe hier irgendwelche. Ein Feuerzeug. Plus, was macht es jetzt da? Hier ist ja noch eins. Das ergibt für mich keinen Sinn. Steige ich noch nicht durch, was ich hier gerade machen soll. Ich meine, ich kann auch pausieren. Oh. Oh, jetzt bin ich zurückgegangen. Das tut mir leid. Hier waren nur die Tipps. Okay. Man kann auch Sachen kombinieren. Bloß was ich hiermit machen soll,
Weiß ich absolut noch nicht. Da sofort Schiss. Das ist ein Feuerzeug. I don't get it. Da holt er auch sofort ab. Wenn ich das Feuer sabotiere? Und dann hier... Ah! Man muss es dann anzünden. Mein Zahn. Bloß wo der Ausweis ist, weiß ich auch nicht. Ist ja nicht so schlimm. Und den goldenen Stern weiß ich sowieso nie. Aber wir gucken mal, was es hier noch gibt. Ich glaube, das Spielprinzip ist relativ gut verstanden. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Was passiert hier? Ja gut. Semi-erfolgreich. Wasser. Ich verstehe. Das probieren wir ja noch. So. Wo ist der Zahn? Den habe ich gar nicht fliegen sehen. Ah, da war er. Da war er. Gut, eins machen wir noch. Ein schnelles machen wir noch. Gucken wir, was hier möglich ist. Ich meine, irgendwo muss hier auch bestimmt wieder der Ausweis drunter sein. So, den hätte ich auch sabotieren müssen. Ah! Verstehe. Hier hinten wären dann noch einfachere Möglichkeiten. Aber zum Rausfinden... Ob hier irgendwo der Ausweis drunter liegt? Aber alles nicht. Gut, aber ich weiß, wie wir ihn umbringen können. Ist nicht so schwer. Wir müssen nur warten, bis er irgendwo auf der Höhe ist. Da ist der Ausweis. Richtig ver... Ah, kann sich auch unter den Häusern verstecken. Verstehe das. So. Oh nein! Ich hätte mehr Gas geben müssen. Na gut, nochmal. Wie gesagt, den Tod machen wir hier noch. Was der goldene Stern ist, weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich auch ein Loot-Stuff. So. Da ist es, glaube ich, einfach nur abschätzen. Volllandung. Mächtig. Mächtige Volllandung. Die war ja brutal. Richtig oben drauf. Klatsch. Sehr schön. Ja, das ist Kill the Bad Guy. Wie ihr seht, es gibt hier noch 2, 3, 4, 5, 6 einige Level zu machen, viele Sterne zu sammeln. Das Spielprinzip ist, glaube ich, klar. Ja. Bring die Leute irgendwie oder den Bad Guy um, wie du es kannst. Was du für Möglichkeiten hast, sieht man. Man kann sabotieren, dies, das. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick in dieses Spielgeschehen bringen, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, es kostet nicht so viel bei Steam.
zieht euch das einfach mal rein. Ist eine ganz schöne Beschäftigung für zwischendurch, aber ich glaube, es wird einen nicht auf Dauer befriedigen. Also es hat keinen Langzeitfaktor, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick in dieses Spiel bieten. Und ich danke euch wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche Dienstag zu einem weiteren Let's Test Dienstag. Oder wenn ihr wollt, bei einem meiner anderen Videos auf meinem Kanal. Schaut mal gerne dort vorbei. Ich freue mich, wenn ihr mir euren Support da lasst. Bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao, ciao.